Hey Leute, heute gibt's mal einen Mini-Guide von mir zu Elden Ring. Und zwar zeige ich euch hier, wo ihr das Rezept und die Zutaten für den goldenen Federtierfuß findet. Wer das Item noch nicht kennt, das erhöht die Ausbeute an Runen, die man von besiegten Gegnern bekommt. Und gerade am Anfang ist das ein hilfreiches Item, wenn man hier ein bisschen farmen und leveln möchte. Kleiner Hinweis vorweg, der Guide enthält natürlich Spoiler, was verschiedene Orte oder auch eine Questline angeht. Also wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann solltet ihr hier besser nicht reinschauen. Für alle anderen hoffe ich, dass dieser Guide ein wenig Unterstützung bietet. Bevor wir mit dem Craften anfangen können, brauchen wir natürlich ein Rezept und das findet man im Handbuch Nummer 2 des Missionars. Das verkauft der Patches und wie ihr den Patches findet, das zeige ich euch jetzt. Wir starten in Limgrave an der Trübflusshöhle. Die Gegend kann ein bisschen tricky sein. Wer da am Anfang schon mal unvorbereitet reingelaufen ist, der weiß das. Aber lasst euch da nicht entmutigen, ihr bekommt auch Hilfe von einem NPC. Und dann sollte es auch kein Problem sein, das irgendwann in die Höhle zu schaffen. Wenn ihr es dann in die Höhle geschafft habt, ich lasse das hier jetzt mal ein bisschen schneller laufen, dann geht da ein bisschen vorsichtiger rein. Da sind eine ganze Menge Gegner drin und die haben auch so Alarmfallen aufgestellt. Das sind so Ketten am Boden mit Glöckchen dran und wenn ihr da drüber lauft, unvorsichtigerweise, dann werden die alle alarmiert und kommen euch entgegengerannt. Deswegen guckt da lieber ein bisschen, wo ihr hintretet und erledigt hier in der ersten Halle erstmal so 2 bis 3 Gegner, die hier schlafen. Dann haltet ihr euch rechts und solltet dann auch ziemlich bald die Höhle erreichen, wo Patches drin sitzt. Da ist eine goldene Nebelwand davor, lasst euch da nicht abhalten und lauft da einfach mutig durch. Zunächst ist da erstmal nichts von Patches zu sehen, also schaut euch da ruhig mal in der Höhle um. Der Bosskampf wird nämlich erst getriggert, wenn ihr diese Truhe da öffnet, die da am Feuer steht. Dann kommt der Patches herbeigesprungen und beschuldigt euch, dass ihr ihn bestehlen wolltet und dann beginnt der eigentliche Bosskampf. Wobei Bosskampf ist eigentlich übertrieben, der Patches, der hält nicht viel aus. Und schon nachdem ihr die Hälfte seiner Lebenspünktchen weggeknapst habt, da fleht er um Gnade. Und natürlich ist es geschickt, dann von ihm abzulassen und ihn ziehen zu lassen. Denn ihr wollt ja noch was von ihm kaufen. Jetzt könnt ihr nochmal mit ihm quatschen, allerdings verkauft er euch jetzt noch nichts. Dazu müsst ihr das Gebiet neu laden, das heißt, ihr müsst einmal aus der Höhle raus und wieder rein. Sobald ihr dann ein zweites Mal bei Patches auftaucht, da hat er dann den Laden für euch geöffnet und ihr könnt unter anderem das zweite Handbuch des Missionars kaufen. Solltet ihr vergessen haben, mit den Patches in der Trübflusshöhle zu handeln und ihr kommt später wieder zurück und findet den da nicht mehr, dann ist er wahrscheinlich umgezogen und ihr müsst hier in Liurnia auf dieser kleinen Insel nach ihm suchen. Wenn wir dann hier mal in das Handbuch mit den Rezepten schauen, dann sehen wir, dass ein goldener Federtierfuß 3 Vrova-Früchte benötigt, einen Federtierfuß mit 4 Zehen und ein goldenes Glühwürmchen. Zur Rova-Frucht brauche ich jetzt nichts erklären. Die findet man überall in der Spielwelt, also da ist es überhaupt kein Problem, die einzusammeln. Aber für den Federtierfuß mit den 4 Zehen und das goldene Glühwürmchen, da zeige ich euch jetzt die besten Farmgebiete im Anfangsgebiet. Wir starten jetzt mit dem Federtierfuß mit den 4 Zehen. Obwohl da im Rezept steht, dass man den von Vögeln erbeuten kann, droppen nicht alle Vögel diesen Fuß. Der wird nämlich eigentlich nur von den sogenannten Trottellummen gedroppt und die kann man in großer Menge im Westen von Limgrave am Strand finden. Hier habe ich euch auf der Karte mal markiert, wo das ist. Lauft also einfach am Strand entlang und übt euch am Vögelabschießen. Die droppen eigentlich immer irgendwelche Federn und eben manchmal auch diese Füße mit den 4 Zehen. Dann schauen wir jetzt mal, wo es diese goldenen Glühwürmchen gibt.
Die gibt es normalerweise in Gewässern in der Nähe von einem goldenen Baum und im Anfangsgebiet ist das hier im Süden auf der Insel. Ich habe euch hier mal markiert, wo ich jetzt gerade stehe. Da ist so ein kleiner See und ihr seht oben rechts drüber einen goldenen Baum und da sind wir genau richtig. In diesem See findet ihr dann jede Menge dieser goldenen Glühwürmchen. Es sind dann auch ein paar relativ starke Gegner in dieser Pfütze, aber die sind auch sehr langsam und ihr könnt da einfach zwischendurch laufen oder dran vorbei und eure Sammelrunde da so problemlos abschließen. So, ich denke, das war jetzt alles Wissenswerte um das Crafting-Material für diesen goldenen Federtierfuß. Wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst mich gerne wissen, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Farmen und Leveln. Wenn euch der Guide gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao!